No Castro Junior. Heute haben wir quasi den tollen Malburgis
Und ja, da ist jetzt einfach einmal so, dass ich mir eine Zigarette, eine Zigarre, schon wieder Fake News, gegönnt habe und ich möchte damit ein weiteres Projekt, nachdem ich ja meine Unterstützung für Darian heute schon klar gemacht habe und, glaube ich, meinen Widerstand in Zukunft weiter klar sein wird, jetzt auf einen Mann lenken, den ich heute auch schon namentlich erwähnt habe, der zum wiederholten Male eine ganz große Aktion macht. Das ist der Marc. Ihr alle kennt ihn, weil er Zigarrenraucher ist. Ich gönne mir das heute auch mal. Schließlich Feiertag, ich habe mir heute sogar extra freigenommen. Und der Max wird demnächst einmal mehr, nachdem sein Ruf nach Freiheit in Salzburg wortwörtlich bekannt geworden ist, erneut eine Friedensmarsch, eine Friedenswanderung machen. Und in seinem Sinne rauche ich gerade eine Zigarre, genieße meinen freien heutigen Tag und gebe jetzt mal ganz kurz das Megafon an den Max weiter. Unterstützt sein Projekt! Ich muss ja Zeit. So. Laut? Soll ich ganz laut? Es gibt eigentlich nichts Besonderes zum Sagen. Ich beginne am Dienstag in der Früh um 7 meinen Marsch nach Wien wieder. Für Frieden in der Welt, aber nicht nur zwischen Russland und Ukraine, denn mir ist die Welt schon wesentlich mehr ein Anliegen, wie die Böden vergiftet werden, das Grundwasser, die Luft, wie die alles vergiftet wird, mehr oder weniger. Es ist furchtbar also. Ich möchte einfach damit ein Zeichen setzen. Es wird sicherlich nirgendwo vorkommen, aber ich weiß, ich habe es gemacht. Und ich nehme all eure Wünsche mit. Eine schöne Demonstration noch. Hallo, hört man mich? Hallo, Salzburg. Ich wollte hier etwas klarstellen, weil Valentinus und uns, die jetzt schon seit Wochen irgendwelche Märsche veranstalten hier in der Innenstadt, werden zunehmend kritisiert, was wir gegen den Katholizismus haben. Wir leben ja in einer katholischen Stadt hier. Und da sollte man ein bisschen mal unterscheiden. Wir haben nichts gegen die Kirchengeher. Von Menschen, die in eine Kirche gehen und in einen Gottesdienst machen, weil das für ihre Spiritualität gerade wichtig ist. Die meinen wir nicht. Wir kritisieren den Apparat der katholischen Kirche, der verrottet ist und meiner Meinung nach nicht mehr reformierbar ist einfach. Und wir haben ausgesehen bei der Corona-Zeit, welches Geisteskind sie sind. Impfstraße, Stephansdom. Impfstraße im Mariazella, in der Basilika. Und auch hier. Ja. Und was haben sie gesagt? Was haben sie gesagt? Greta Impfen ist Jesus. Ist Nächstenliebe. Mit einer Gentherapie, wo man gar nicht weiß, was das in ein paar Jahren bewirkt alles. Das ist Nächstenliebe. Ja. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Es hat ein paar Pfarrer gegeben in ihren Gemeinden, die dagegen waren. Und es hat auch einen, was ich weiß, einen Kardinal gegeben in Mailand, der sich dagegen gestellt hat. Aber sonst haben sie alle mitgemacht. Das ist die katholische Kirche. Sie haben sich immer mit den Mächtigen ins Bett gelegt, wo gerade der Wind gefeht ist. Das kann man in der Geschichte immer wieder erkennen. Danke. Da war das Motto, einmal mehr her, schmeiß Hirn vom Himmel. So, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder beim Tempelbezirk. Er ist Streithalt worden. Das finde ich gut. Ja, scheinbar immer noch nicht. Die Kommunikation funktioniert einfach nicht bei dieser Institution. Genannt Kirche. Der Barolio macht fleißig seine Ausflüge, lässt sich glorifizieren in vollen Tempeln, redet von Frieden, von Miteinander. Und was macht er dafür? Nichts, nur blöd reden. Barolio!
Du schuldest der Welt die 70% deines Vermögens. Immobilien wie bar. Als Zeichen, dass du es einst ernst meinst. Borolio! Lässt du dich gerade wieder weihrauschen? Mit deinen Anhängern? Es sind die gleichen Anhänger, die Barnabas gewählt haben, einen Mörder. Die gleichen Anhänger sind um ihn geschart. Überlegt es euch gut, diesmal nicht mehr. Aus! Jetzt kommt der Friede. Der wahre Friede. Das wahre Menschsein. Borolia und alle anderen religiösen Führern. Den Geldmützen Kasper haben wir ja genau kennengelernt, was er gerne mag. Ja, so ist es sehr unangenehm, immer so etwas zu hören. Und jetzt noch einmal, Sie reden immer von Gott. Jeder redet von Gott. Alle reden von Gott. Die indischen Philosophien von irgendetwas Universellen. Aber alles ist eins. Aber es gibt immer einen Gott. Ihr müsst wissen, dass Gott einen Namen hat. Und diesen Namen hat auch Jesus verkündet. Und sein Name ist Ich Bin. Und dieses Ich Bin gehört keiner Wesenheit abseits irgendwo hier im Himmel oder unten da irgendwo in der Erde. Links oder rechts, Ich Bin ist unser Gefühl, ist unser ursprüngliches Seinsgefühl, jetzt ich. So einfach ist das. Das hat den Priestern und der ganzen Sippschaft vor 2000 Jahren auch schon nicht gefallen. Denn das würde bedeuten, und das bedeutet es jetzt, dass der Mensch frei ist, wirklich frei ist. Denn bei diesem Sein, in seinem Sein, ich, ist die wahre Freiheit. Alles andere entsteht aus diesem Ich. Und im Ich treffen wir uns alle. Alle hier, wo euch hier das zuhört, anhört. Das ist der wahre Name Gottes. Ich bin. Ich bin die wahre Einheit zwischen uns allen. Das ist Menschsein. Und das geschieht unaufhaltsam. Borolio! Mann, Borolio! 70%! Was ist das schon? Du hast doch immer noch 30%. Ein Zeichen! 70% Borolio! Ein Zeichen für die Welt! Sag, du gibst 70% von deinem Vermögen, dem Vatikan, für den Frieden. Und alle müssen zu dir mitfolgen. Und wir haben schon die nächste Woche Frieden auf dieser Welt. Ihr Priester hier, ihr schön gekleideten, denn es euch wichtiger ist, zu scheinen, als wie zu sein. Sagt es ihm endlich, oder traut ihr euch nicht? So, liebe Freunde, in diesem Sinne wollen wir noch eine kleine Meditation machen, eine Meditation des wahren Einsseins, des wahren Einsseins, des wahren Spürens. Jeder hier ist eingeladen, hier auf diesem Tempelplatz, gerade jetzt. Ich. Das ist dieses Gefühl meines Seins. Gerade jetzt. Ich. Für diesen Moment treffen wir uns alle. In diesem Gefühl, in diesem Moment. Dort bleiben wir. Dort ruhen wir. Das ist die Kraft und die Macht. Ich, dieses Gefühl. Thank you.
Ich kann mir auch.